Am Montag, den 1. März, endete in der Dell die Transferphase. Von nun an dürfen keine Spieler mehr verpflichten. Mehrere Clubs, darunter die Top-Favoriten aus Mannheim und München, verstärkten sich dabei noch einmal. Ein Überblick über die letzte Woche vor der Deadline. Drei Dell-Neuzugänge vor der Deadline: Matthew Maivon, München, Sean Collins, Mannheim, und Simon Despres, Berlin. L. Imago Images. 3. Augsburger Panther. Bei den bayerischen Schwaben reagierte man nicht nur auf den verletzungsbedingten Ausfall von Keeper Olivier Roy und holte mit David Kickert, 26, einen österreichischen Nationaltorhüter aus, mit Lenvi Fairos, 25, Sohn des ehemaligen Dell-Spielers Manny Fairos, aktuell Cheftrainer des A-Teams Henderson Silver Knights, kam als weitere Verstärkung für den Playoff-Kampf obendrein auch ein österreichischer Verteidiger mit Länderspielerfahrung. Auf Leihbasis vom FC Salz. Am Montag reagierte der EF schließlich mit der finalen Verpflichtung von Stürmer Brett McClure, 27, von den Florida Everblades, Echel, noch einmal auf den Ausfall von Alex Lampacher. Eisbären Berlin, der Tabellenführer im Norden, verpflichtete bereits am 21. Februar mit Simon Despres, 29, einen namhaften und NHL-erfahrenen Verteidiger Kanadier, der 2018-19 bereits kurze Zeit für die Kölner Haie gespielt hatte. 17 Dell-Spiele, 10 davon in den Playoffs, war 2020-21 bis dahin. In der NHL war Despres bis 2017 in gut 5 Jahren auf 222 Einsätze für Pittsburgh und Anaheim gekommen. Zuvor hatte der Norweger Stefan Espeland die Hauptstädter vorzeitig verlassen. Düsseldorfer EG. Auf verletzungsbedingte Ausfälle in der Defensive reagierten auch die Rheinländer, nachdem Marc Zanetti, Thrombose im Bein, sowie Johannes Johannesen, Meniskus-OP, längerfristig ausfiel. Bereits am 23. Februar holte die DEG daher den slowakischen Routinier Jan Breitsack, 31, vom HC Banská Bystrica, der 1,92 Meter Hühne, 2019-20 mit 163 Strafminuten in der slowakischen Liga, gehörte viele Jahre lang zum erweiterten Kreis des Nationalteams der Iserlohn Roosters. Auf zwei unerwartete Abgänge reagieren derweil auch die Sauerländer. So verlässt Mike Hufel die Iserlohner vorzeitig. Der Stürmer war nach einer Hüft-OP und anschließend dem Rückschlag in dieser Saison noch ohne Ab. Nun einigten sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung. Ende März ebenfalls nach Nordamerika zurückziehen wird mit Brody Sutter ein Schlüsselspieler der Roosters, aus privaten Gründen mit Steve Whitney, 30, wurde im Gegenzug am Montag die Verpflichtung eines weiteren Stürmers verkündet. Der US-Amerikaner ist der 3 Jahre jüngere Bruder von Gio Whitney, dem Topscorer der Roosters, der zugleich auch zu den 5 besten Dell-Punkte-Sammlern gehört. Adler Mannheim, der Top-Favorit aus der Kurpfalz, verpflichtete mit Sean Collins, 32, der zuletzt für Kunlun in Peking in der KHL spielte, einen weiteren erfahrenen. Vor seiner Zeit in der bahnrussischen Topliga ab 2016 spielte der Kanadier für Columbus und Washington insgesamt 22 Mal in der NHL. Red Bull München, auch der die Oberbayern legten noch einmal nach. Auch angesichts der derzeitigen Ausfälle in der Defensive, Abelshauser, Auli, Appendino, Zitterbart. Mit Matthew Maivon wechselt ein spielstarker Verteidiger ebenfalls aus der KHL, Dynamo Riga. Der 30-Jährige hatte 2018-19 für Riga satte 46 Scorerpunkte in 58 Spielen. Ab 2019 hatte Maivon mit dem Team Canada den Spengler Cup gewonnen. Maivons Wechsel, der erst am Dienstag verkündet wurde, war der letzte der Dell-Saison 2020 und 21. Nürnberg Ice Tigers, bereits am Freitag vermeldeten die Franken mit dem Zuzug von Dennis Lobach, 20, eine Verpflichtung mit Blickrichtung auf die. Der ehemalige U20 und U18-Nationalspieler hatte sich zunächst mit seinem bisherigen Arbeitgeber München, für den er in der laufenden Saison nach Verletzung noch 11 Mal in der Dell zum Einsatz gekommen war, insgesamt 26 in der Dell, auf eine Vertragsauflösung GJOM.